Kroatien hat seit 2023 den Euro. Mit der neuen Währung wird das begehrte Urlaubsziel voraussichtlich noch beliebter. Wenn auch du einen Kroatien-Trip planst, solltest du jetzt genau aufpassen. Denn es gibt 10 Dinge, die du auf gar keinen Fall in Kroatien tun solltest. Wir stellen dir die größten Urlaubssünden vor, damit deine nächste Reise kein Reinfall wird. Sünde Nummer 1. Das teure Handtuch. Es gilt als Klassiker der Touristenklischees, das frühzeitige Reservieren von Liegen mit einem Handtuch. In Kroatien machst du dir damit aber keine Freunde. An manchen Stränden ist diese Praxis sogar verboten und Warnschilder weisen darauf hin. In der Regel kommst du dabei mit einer Verwarnung davon. Am Strand von Novi Vinodolski soll aber künftig hart durchgegriffen werden. Handtuchblockierer müssen eine Strafe von 200 Euro zahlen. Sünde Nummer 2. Wildcampen. Für Camper ist Kroatien ein optimales Urlaubsparadies. Viele Campingplätze liegen direkt am Meer und die Preise sind in der Regel recht günstig. Du solltest aber nicht auf die Idee kommen, dein Campingmobil einfach irgendwo in der Landschaft abzustellen. Wildcampen kann besonders in den Nationalparks, wie etwa den Plitvicer Seen, richtig teuer werden. Bei den regelmäßig durchgeführten Kontrollen werden bis zu 400 Euro Strafe fällig. Neben den hohen Strafen gibt es noch einen weiteren Punkt, der gegen Wildcamping in Kroatien spricht. Es existieren noch immer Minengebiete aus dem Jugoslawienkrieg, die noch nicht vollständig geräumt sind. Meide daher touristisch unerschlossene Bereiche abseits der Straße. Sünde Nummer 3. Die U25-Falle. Kroatien hat strenge Tempolimits. In der Stadt gilt Tempo 50, auf der Landstraße darfst du maximal 90 fahren. Auf Autobahnen sind 130 erlaubt. Das gilt jedoch nur, wenn du mindestens 25 Jahre alt bist. Hast du dieses Alter noch nicht erreicht, musst du 10 km/h langsamer als das angegebene Tempolimit fahren. Auf der Landstraße also maximal 80 und auf der Autobahn höchstens 120 km/h. Innerorts gibt es die Regelung allerdings nicht, da sie den Verkehrsfluss behindern würde. Außerdem gilt bis zu diesem Alter ein striktes Alkoholverbot am Steuer. Erst ab 25 Jahren darf man bis zu 0,5 Promille im Blut haben. Sünde Nummer 4. Keine Ersatzbieren. In ein Auto gehören Warndreieck, Verbandskasten und Warnweste. In Kroatien musst du aber zwingend noch einen weiteren Gegenstand im Auto mitführen. Glühbirnen. Die kleinen Ersatzbirnen für die Scheinwerfer sind Pflicht. Außer du fährst ein modernes Fahrzeug mit Xenon- oder LED-Leuchten. Aber keine Angst, du musst nicht wissen, wie die Glühbirnen zu tauschen sind. Sünde Nummer 5. Dubrovnik in der Hauptsaison. Dubrovnik gehört zu den schönsten Städten Europas und gilt als UNESCO-Weltkulturerbe. Die Schönheit der Altstadt und die Lage am Meer ziehen ganzjährig viele Touristen an. Besonders schlimm ist es allerdings von Juni bis August. Hier legen enorm viele Kreuzfahrtschiffe an, die die Stadt mit Touristenmassen fluten. Mittlerweile wird die Zahl der Schiffe begrenzt, es ist dennoch ratsam, Dubrovnik jenseits der Hauptsaison zu besuchen. Den Charme der Stadt erlebst du am besten im späten Frühling oder im frühen Herbst. Sünde Nummer 6. Baden nach Lust und Laune. Der Nationalpark Plitvicer Seen bietet beeindruckende Wasserfälle und türkisfarbene Seen. Die UNESCO-Welterbestätte ist ein absolutes Naturparadies. Und das soll es auch bleiben. Daher ist Baden oder Schwimmen seit 2006 strengstens verboten. Das Naturschutzgebiet kannst du aber über kilometerlange und teils erhöhte Gehwege erkunden. Insgesamt umfasst Plitvice 16 Seen, die durch eine Reihe von Wasserfällen miteinander verbunden sind. Sünde Nummer 7. Trüffel mitnehmen. Ein Andenken oder Mitbringsel gehört zu jedem Urlaub dazu. Besonders kulinarische Souvenirs sind sehr beliebt. Wein aus Italien, Olivenöl aus Griechenland oder Schokolade aus Belgien. Sicher kommst du auch in Kroatien auf deine kulinarischen Kosten. Eine Sache solltest du aber auf gar keinen Fall als Andenken mitnehmen. Trüffel. Diese darfst du nur mitnehmen, wenn eine Ausfuhrgenehmigung des kroatischen Umweltministeriums vorliegt. Wirst du ohne Genehmigung erwischt, droht eine hohe Strafe. Sünde Nummer 8. Badelatschen vergessen. Kroatien liegt am Meer und begeistert mit einer Vielzahl an Stränden und Buchten. Allerdings muss dir eine Sache bewusst sein. Dein Strandurlaub findet hier meist zwischen Felsen oder auf Kieselsteinen statt. Gute Badelatschen oder Schwimmschuhe machen das Gehen deutlich erträglicher. Auch das Liegen kann auf Kies sehr unbequem werden, wenn du nur ein Badehandtuch benutzt. Packe also besser noch eine Isomatte in dein Urlaubsgepäck. Sünde Nummer 9.
Hund am Strand. Der Hund ist für viele ein echtes Familienmitglied und gehört selbstverständlich mit in den Urlaub. Planst du einen Badeurlaub, kann ein Hund die Strandauswahl allerdings spürbar eingrenzen. Denn in Kroatien gilt, öffentliche Badestrände sind für Hunde tabu. Nur an ausgewiesenen Hundestränden darfst du mit deinem treuen Vierbeiner unterwegs sein. Sünde Nummer 10. Tabuthemen ansprechen. Wie in jedem anderen Land gibt es in Kroatien Tabuthemen, die du besser nicht ansprechen solltest. Hierzu zählt allen voran der Unabhängigkeitskrieg der frühen 90er Jahre, der zur Loslösung von Jugoslawien führte. Es ist ein trauriges und schmerzhaftes Thema, das du am besten unangetastet lässt. Knapp 87% der Bevölkerung sind römisch-katholisch. Verkneife dir daher besser abfällige Kommentare über die Kirche. Das kommt in der Regel nicht gut an. Du kennst noch weitere Fehler, die man im Kroatienurlaub auf gar keinen Fall machen sollte? Dann schreib uns gerne einen Kommentar. Um künftig kein Video von uns zu verpassen, klicke auf den Abo-Button. Bis zum nächsten Mal, dein Team von Marco Polo TV.